Hallo, ich habe heute mal wieder was ganz Neues bekommen und zwar einen Koffer. Ich bin ja viel auf Reisen und mein letzter Koffer hat jetzt kürzlich das Zeitliche gesegnet. Es war ein relativ günstiger Koffer und da waren jetzt die Rollen, eine Rolle war da jetzt abgebrochen und das hat sich nicht mehr gelohnt, da irgendwas zu reparieren oder so, also musste was Neues her. Da meine Reisen meistens nur über ein Wochenende gehen, brauchte ich keinen Riesenkoffer. Habe mich für einen mit 4 Rollen entschieden, Hartschale vom Hersteller Hauptstadtkoffer, das Modell Alex mit einer Länge von 55 cm. Dieser Koffer ist auch für Flugzeuge als Handgepäck geeignet. Wir gucken mal rein. Direkt frisch aus dem Karton, grasgrün, verpackt in einer Folie. Ich habe mich absichtlich für ein Grün entschieden, hat einen ganz einfachen Grund. Man kann ihn seltener verwechseln, weil weniger Leute sowas Grünes haben. Und ich behaupte mal, solche auffälligen Koffer werden auch seltener geklaut. Schauen wir uns mal an, ich sehe aber hier schon, das ist, mal gucken, ist das kaputt oder ist der schon... Da muss ich mal gucken. Hier klebt was dran. Das werde ich mir nachher mal angucken müssen, ob das hier eine Reklamation wird oder ob ich da einfach nur, wenn er sich ein bisschen gewärmt hat, ein bisschen Restfolie abmachen muss. Ich glaube eher, es liegt an der Folie. Aber ich sehe schon, der hat ja auch ein paar Kratzer. Werden wir mal schauen, ob ich noch reklamieren muss. Ansonsten, ja, Hartschale hat gerade wie jetzt, wo wir so schlechtes Wetter haben, den Vorteil, alles was drin ist, bleibt trocken. Regen, Schmutz kann schön abprallen. 4 Rollen ist einfach meiner Meinung nach besser als nur 2 Rollen. Ich muss ihn dann nicht zwingend nebenher ziehen, sondern stelle ihn auf die 4 Rollen und schiebe ihn ganz leicht nebeneinander her. Er hat an 2 Seiten Griffe. Einmal hier zum Tragen. Einmal hier oben vorne zum Tragen. Und einmal zum dritten Griff, wenn ich hier das Gestänge rausziehe. Das sich an mehreren Stellen justieren lässt. Geht recht leicht. Hoffe, das bleibt auch so. Neben den Rollen ist dieses Gestänge meistens das, was am ehesten kaputt geht. Griff, Kunststoff, fässt sich aber recht gut an. Zahnschloss ist vorhanden. Das ist kein TSA-Schloss, das ist ein normales Zahnschloss. Ich würde wahrscheinlich für jemanden, der viel in Fliegern unterwegs ist, eher ein TSA-Schloss nehmen, was der Zoll mit einem Spezialschlüssel einfach aufmachen kann, um reinzugucken. Dann muss nichts zerstört werden, wenn man da eine Prüfung machen möchte. Ja. 2 Reißverschlüsse sind vorhanden. Man sieht das hier. Einmal ziehen. Recht geräumig. Guck kurz. Vorne noch ein Fach mit einem Netz. Hinten kann ich zumachen. Da kommen dann bei mir auch meistens so Sachen wie Schuhe oder die technischen Geräte rein. Hier in der Mitte, vorderen Bereich. Auch nochmal Reißverschluss, dann sehe ich da drin auch das Gestänge. Der bleibt also in der Regel zu. Da muss man eigentlich nicht ran. Ich verklemme hier.
Hinten ist noch ein Reißverschluss. Wenn ich den aufmache, lässt sich der Koffer hier nochmal um ein paar Zentimeter in der Breite erweitern. Wenn man mal ein bisschen mehr zu transportieren hat und deswegen nicht extra gleich einen größeren Koffer nehmen möchte, ist, finde ich mal, ganz praktisch. Ansonsten vier Füße, auf die man sich auch mal stellen kann. Ist ganz gut im Zug. Ansonsten, er riecht noch ein bisschen nur nach Kunststoff, nach Chemie. Muss erstmal, denke ich mal, so ein, zwei Tage auslüften. Preislich, die wechseln immer so ein bisschen. Ich habe 65 Euro und ein paar Cent bezahlt. Der bei Amazon, der ist aber, sage ich mal, in den meisten Fällen wechselt er teilweise täglich mehrmals den Preis, aber so zwischen 65 und 70 Euro kostet er ungefähr, ist also noch ein günstiges Modell. Die Rollen hat er auch. Hier ist noch ein Schild dran, dass er als Handgepäck bei den Fluggesellschaften durchgeht. Ja, an den Ecken mit Kunststoffecken versehen. Was soll ich sagen? Macht einen wertigen Eindruck. Ob er das bestätigen kann, so in ein oder zwei oder drei Jahren, wird man sehen. Auf den ersten Blick würde ich ihm aber sagen, gut aus, kann man kaufen, kann man verwenden. Schauen wir mal weiter.